So. Guten Morgen, liebe Leute. Ein Herz hast du bekommen. Und da träumt noch jemand. Ich bin auch noch müde. Heiß. Naja, du musst es aber sein. Muss ja warm sein. Ja, gleich fahren wir los zur Schule. Ja. Oh, ich bin müde. Schneiden ging gestern lange. Mensch, das war so viel zu schneiden. Habt ihr ja gesehen, das ist ein extra langer Vlog, ey, 50 Minuten. Meine Güte. Man muss sich ja alles nochmal angucken. Und das jeden Tag. Furchtbar. Jetzt fahren wir zur Schule. Und hier stehen alle Babys. So, ich habe die Glühbirne mal ausgebaut hier, die mein Sohn gekauft hat und die ist durch, aber das sehe ich ja wegen Rufkuppe, also das hätte er wahrscheinlich, das hätte er dann auch sehen können. Hat er nicht hingeguckt, die haben ihm eine kaputte Glühbirne verkauft, fantastisch. Was für Idioten. Fahr ich zur Tankstelle und hol mir eine neue. So, los geht's. Hol jetzt mal ein paar Mäuse ab. Da sind sie, Mäuse. Meine Familie liebt die. Super lecker. Wenn das so klappt, wie ich denke. Ich baue jetzt hier das Rad um. Das ist verkauft, allerdings mit ein bisschen anderen Vorstellungen. Also da muss ich noch ein bisschen was. Schutzbleche ein bisschen ran. Zum Beispiel, Schloss muss ab. Das möchte sie nicht. Die Option besteht ja. Die Option besteht ja bei mir, dass ich auch ein Rad dann umbaue. Nochmal auf Kundenwunsch. Das ist alles kein Problem. Aber erstmal verkaufe ich es natürlich so wie das. Nur bei dem Schloss habe ich gesagt, Schloss. Musst du nicht mitkaufen, da bin ich nicht sauer. Das baue ich auch gerne ab. Was für ein Vogel, ey. Hans, dein Hänger, einfach mal nach hinten gekippt. Boom. Ich wollte ihn nur wegschieben. Ich glaub's einfach, wo willst du denn hinschieben, Alter? Ist ein Motorrad drin in dem Anhänger und der schiebt den durch die Gegend und der Hänger kippt um, so nach hinten. Hey, Alter. Jetzt ist er abgehauen. Ich wollte ihn doch nur wegschieben. Du weißt doch eigentlich, was drin ist. Lass die Finger vom Hänger. Kannst du nicht einfach einen Hänger durch die Gegend ballern. Und was, wenn die Karre sich losreißt und rausfällt? Ich meine, das wird nicht passieren, aber. Naja, Hans muss halt auch, wa? Ey, da muss man auch noch eine Abstützung ran, natürlich. Kipp dir einfach den Hänger da hinten um. So, noch nie erlebt. Aber was du hier erlebst den ganzen Tag. Aber darf ich mal fragen? Ja. Gibt es eigentlich bei den dünnen Mänteln irgendwie einen Trick, das besser abzukriegen? Weil ich mache mich da immer. Ich habe es euch so oft gemacht. Du fängst gegenüber vom Ventil an. Gegenüber vom Ventil, da ist aber einfach zu machen. Ja, weil am Ventil hast du den wenigsten Platz. Ja. Und dann. Dann aber schon eins einhängen und dann daneben noch eins. Genau, und dann immer so aufhebeln. Ja, klar.
disappointing life. So. Läuft, läuft, läuft. Muss sein. Ständer wieder dran und gut. Mann, 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 draußen ein bisschen aufräumen. Sieht schlimm aus. Kinderrad reserviert. Weg ist weg. Weg ist weg und brummt nicht mehr. So kann ich es ja nicht weggeben hier. Mit so einem rostigen Draht hier. Das geht nicht. Den machen wir ab. Zack. Machen wir ein Käppchen auf. So eine Quetschhülse. Hier, machen wir auf. Jetzt haben wir noch eine Klingel, die baue ich ihm an. Eine weiße, habe ich nur da. Hm. Erste Rad. 13:10. Hallo. Hallo. Was soll das sein? Ein Paket für euch. Ich denke mal für die Frau von Douglas. Ich bin beschissen. Danke dir. Bitte. Mach's gut, ciao. Ja, bis dann, ciao. Fährt einmal frei. Über Kreuzschalten darf man halt nicht. Ne? Wenn man über Kreuz schaltet, sprich hinten die Kette innen läuft, vorne die Kette außen läuft oder eben andersrum, vorne die Kette ganz innen läuft und hinten ganz außen, dann schleift. Das ist normal. Schleift auch nicht doll, aber schleift dann immer mal so, so ein bisschen halt so. Ne? Die meisten wissen das ja nicht, aber ich meine, es macht keinen Sinn, vorne den schwersten Gang und hinten den leichtesten Gang zu fahren. Macht keinen Sinn, dann schaltet man halt hinterher. So ein bisschen ausgleichen, dass die Kette möglichst immer gerade läuft. Verstanden? Wenn nicht, kann man es auch noch aufzeichnen. Wäre was wieder für Malis zum Aufzeichnen. Muss man nur leider sehr lange warten, denn auf diese Erklärungen. Mann, Mann, Mann. Liebe Leute, wenn der Reifen so aussieht wie hier, dann bitte nicht mehr weiterfahren. Die gute Dame wollte nur aufpumpen und dann weiter. Aber das geht natürlich nicht mit dem Reifen, der so aussieht. Der ist durch, der ist hin. Dass überhaupt neu gefahren ist, also mit dem Ding. Ist ein bisschen wenig Luft drin, meinst du?
Naja, also sagen wir mal so, der Reifen ist gewechselt, der Rest ist immer noch bedenklich. Fertig. Na? Ist ja furchtbar. Was hat meine Frau gesagt? Was, wo ist sie jetzt hin? Ich glaube, das kriegt das immer alles gar nicht mehr mit hier so. Das habe ich da hingestellt. Siehst du, ich krieg das mal. Wo hast du die denn hier? Hast du ohne mich welche gegessen? Nee, die war eine angefangene Packung. Ich habe eine angefangene Packung neu gekauft. So, ohne mich welche hier essen, sagt sie. Ja. 35 Kalorien. Eine. Nein. Ich hab schon 350 bestimmt. Meine Frau hat Post bekommen. Willst du mir leid? Ich nehme die Mäuse. Ja, okay. So, so, so. Was haben wir hier? Unfallschaden. Rad mit leicht aerodynamisch korrigiertem Lenker. Naja, Lenker ist schon da. Wird umgebaut. Mal Fett drauf. Das ist mein Laden, ich warte. Das Fahrrad, vorhin habe ich ausprobiert. Können wir das da runternehmen oder lieber nicht? Ich kann da bestimmt da runternehmen. Also. Dein erstes Baby. Ja, ich sehe so selten, Micha mit Kind, deswegen kicke ich hier einfach. Bin still so, das ist gut vom Aquarium. Den Ständer lassen wir. Ja, klopf, klopf, klopf. Ja, na, oh, Micha. Mach du was für Ruhe mit. Das Auto nicht, das ist vorbei, deine Autophase, Matteo? Ja, jetzt geht das nur. Bewusst. Das finde ich gut. Dann suche ich dir auch bald. Nur mein Atem nicht so heftig. Mann, oh Mann, oh. Je später der Abend, desto schwieriger die Patienten auf alle Fälle. Und damit meine ich nicht die Kundschaft, sondern die zu reparierenden Räder. Jetzt haben wir was sich wirklich lohnt, heute für den Vlog aufzunehmen. Und zwar eine festgefressene Sattelstütze. Mal gucken, was wir damit machen können. So, hier ist der Draht. Da ist die Stütze. Wurde schon mit einer Zange bearbeitet, wie man sieht. Hier ist schon keine Schraube mehr drin. Neu gepulverter Rahmen. Ich baue um. Ich habe schon den Ständer hier weg. Den Fahrradständer, den Montageständer hier weggemacht. Jetzt senke ich hier noch ab. Jetzt bauen wir den Sattel noch runter hier. So, ich habe es eingespannt, das ist die letzte Methode. Wir haben schon draußen alles andere probiert. Und deswegen ist das jetzt nun mal die letzte Methode. Es ist so abgesprochen mit dem Kollegen. Danach geht es zum Metaller, wenn das jetzt nicht funktioniert. Das funktioniert. Hurra, hurra. Das funktioniert.
Mal haben wir Glück, wie können Sie die Stütze noch mal verwenden? Hallo? Ja? Hast du gesehen, ja? Draußen. Oh, was? Es steht oben. Steht draußen, ne? Ey, wie kann man mein Fahrrad sehen? Ja, ich weiß nicht, es ist dein Fahrrad. Ja. Weil das auch so groß ist und so schwer ist. Soll ich mich einfach mal zahlen? Oder ist es nicht heil geworden? Die Stütze ist die richtige. So, ja. Mann, ey, ich bin so genervt gerade. Alles mit EMA und jetzt reklamiert ihn einen Schlauchwechsel von über einer Woche. Ja, das war ja sofort wieder platt, aber ich habe es jetzt erst geschafft herzukommen. So. So hielt das Lager nicht auf. Ich ziehe ab. Okay, das war schon mal ab. Die Radspannerei hat einfach wie die 40 drauf gesprüht. Kann dazu noch nichts sagen. Und die weggeschickt wieder. Erstmal einweichen. Naja. Na gut, liebe Leute. Geht doch. Schauen wir mal, was die Kugeln so machen da drin. Der Kugelring ist noch da. Jetzt ziehen wir hier drüben ab. Damit ich das rausnehmen kann, hier das Lager komplett. Ihr beobachtet das mal von hier. Ich hoffe, ihr seht da überhaupt was. Boah, ist das voll gejaucht. Boah, voll seucht, voll gejaucht. So, jetzt nehme ich das hier raus. Klemm euch mal ein. Lager ist durch. Hier. Sehe ich jetzt schon. Was ist das, Leute? Tja, da ist nichts mehr. Die ist kaputt. Die Welle. Sieht man das ungleichmäßig? Das ist nicht nur eine Woche oder zwei, drei Tage gefahren. So, also hier der Teig hoch, gelöst.
Moin. Grüß dich. Ja, bitte. Herr Bosse. Ich bin mit dem Kollegen, der mir gesagt hat, dass, ich weiß nicht, ob Sie das sind. Ich glaube nicht. Jetzt noch abschließend, letztes Video. Ein kleines Video zum Thema Reklamation eines Plattenreifens. Also einen Plattenreifen kann man nicht reklamieren. Also der wird gemacht, der wird getauscht, da kommt immer ein neuer Schlauch rein. Da wird immer der Mantel gescheckt, ob was drin steckt, ob man irgendwo rübergefahren ist und so. Und sobald man losfährt und das alles in Ordnung ist, die Luft hält, ist das Ding, gilt das Ding als abgeessen. Wenn man jetzt eine Woche später wiederkommt, so wie der Kollege jetzt hier bei dem Rad, der nach einer Woche kommt, meint er letzte Woche, Donnerstag meinte er, war er da eventuell, er weiß es nicht mehr ganz genau. Und er hat es jetzt nicht früher geschafft zurückzukommen und es war sofort platt. Das Quatsch, das kann ich nicht, das ist Blödsinn. Also das Ding ist ja repariert gewesen. Ich schaue mir jetzt an, woran es liegt. Und auf Reifen eigentlich keine, das kann ich nicht, das kann ich mir gar nicht leisten in Berlin, ey, bei so viel Scherben. So, Entschuldigung, jetzt ist er wieder hier. Entschuldigung an mich selbst. Ich muss den ganzen Scheiß nachher schneiden. Der beult, der ist durch, der beult. So viel zu kriegen für den Rad und ach, das ist doch alles scheiße. Misset jetzt gleich. So muss er jetzt halt, ne? Wir sehen uns morgen, macht es gut, bis dann. Ciao.